Was heißt das? Standbild heißt, das ist jetzt so bei Facebook und bei YouTube. Ja. Erstmal nur ganz kurz. Ja, okay, das Mikro läuft. Also, guten Abend, liebe Gäste und liebe Teilnehmer an dem Festival. Ich werde erstmal etwas ganz kurz Organisatorisches sagen. Der erste Punkt ist, bitte Handys aus, weil wir werden auch live übertragen und dann wäre es gut, dass wir jetzt keine Handytöne hier hören. Als zweites wäre, wir haben eine Nebenveranstaltung und das ist ein Konzert hier nebenan. Deswegen haben wir eine Stunde Zeit, wo es ohne Konzert läuft. Danach bitte bereiten Sie sich darauf vor, dass wir auch musikalische Inserts von links haben. Also es wird vielleicht ein bisschen Musik zu hören sein, aber das wird uns dann auch nicht stören. Ich möchte mich zunächst erstmal bedanken. Also die ersten Personen, die ich mich einen Dank richte, sind natürlich die Organisatoren des Festivals und das sind Katja und Winke. Die zweiten wären natürlich die Organisation, die das alles finanziert, mitfinanziert ist dann der DAAD und das Goethe-Institut, das diese heutige Lesung dann auch organisiert. Das wären die Hauptorganisatoren des heutigen Abends. Des Weiteren möchte ich mich auch gerne bedanken, dass wir heute einen Vertreter aus dem österreichischen Kulturforum haben, die uns auch heute bei der Lesung unterstützen. Und vom Goethe-Institut möchte ich mich ganz besonders bedanken bei Biljana Peitsch und bei dem Techniker, weil es immer schön ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es klappt immer alles perfekt und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei beiden. Und als nächstes wären dann noch die Studierenden. Mit den Studierenden arbeiten wir schon ungefähr 3 oder 4 Wochen zusammen. Es ist eine tolle Gruppe, man hat wirklich mit denen viel Spaß, man kann mit denen sehr gut zusammenarbeiten und was wir jetzt gerade realisiert haben für den heutigen Leseabend, das haben sie auch dazu beigetragen und das werden sie auch sehen. Also vielen Dank an die tolle Gruppe, dass ihr an allen Workshops so gut mitgemacht habt und dass ihr auch hier während des Festivals so gut mitmacht. Entschuldigung, dann wollte ich mich natürlich auch bei der Svilarav bedanken, also die uns die Räume hier zur Verfügung gestellt hat und das ist jetzt auch interessant, weil wir heute gerade den Leseabend hier machen und das Buch, das wir heute vorstellen werden, hat auch was damit zu tun, dass Räume ihre Semantik verändern, dass Räume ihre Symbolik verändern und das ist eben auch mit diesem Raum der Fall und das heißt, also die Svilara heißt ja eigentlich Seidenfabrik und das sagt auch den ursprünglichen Nutzen von diesem Gebäude und der ursprüngliche Nutzen war eben eine der bekanntesten Seidenfabriks in Ex-Jugoslawien. Hat sich dann mit der Zeit geändert, heute ist es ein Kulturzentrum und wir sehen, wie Räume auch Bedeutung ändern und das werden wir auch heute hören, also auch in dem Buch ändert sich auch für die Ich-Erzählerin viel in Bezug auf die Räume. Des Weiteren möchte ich allen DAAD-Lektoren danken, die auch an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Sie haben ihre Studenten dafür engagiert, dass sie hier auch herkommen. Sie haben auch eifrig mitgemacht, dass sie auch für diese Workshops vorbereiten. Aber es gibt eine DAAD-Lektorin, der ich besonders danken möchte und das ist Ellie Mack, weil ich mache jetzt die Moderation, aber ich muss das auch betonen. Die ganze Zeit haben wir zwei zusammengearbeitet. Wir haben die Workshops zusammen gemacht, also vielen Dank, Ellie. Und ja, bitte auch einen Applaus für Ellie. Und Ellie Mack, okay. Ganz kurz, jetzt bin ich dran. Nur ganz kurz, dass ich mich vorstelle. Also ich bin Dozentin hier an der Universität, an der Philosophischen Fakultät für Literatur, Kultur und Film. Und dann reicht es auch von mir. Und als nächstes möchte ich mich natürlich auch bei Imna Zsitz bedanken, weil sie ist ja eigentlich heute unser Star. Also wir sind wegen ihr alle hier, wegen ihrem tollen Buch sind wir hier. Elli und ich waren vom ersten Moment an von
unsere Autorin begeistert. Also wir haben sie ein bisschen so entdeckt im Internet, dann haben wir sie angesprochen und die Zusammenarbeit war einfach toll von Anfang an. Gleich nach dem ersten Zoom haben wir gedacht, okay, das wird ein Kinderspiel mit ihr, das wird toll. Sie arbeitet auch sehr gut mit und sie hat auch Workshops hier gehalten, also einen Workshop hier gehalten und ich bin so froh, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, dass du das ganze Festival mit deinem Buch bereicherst, mit deiner Persönlichkeit bereicherst. Es hat uns wirklich Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten die letzten 4 Wochen. Und weil ich ja andauernd Workshops erwähne und dass auch Studenten hier mitgearbeitet haben, wollten wir sie aus dieser Lesung jetzt nicht ausschließen, sondern wir wollten, dass sie ein integrativer Teil von dieser Lesung sind. Und deswegen würde ich auch gerne die Vorstellung der Autorin 2 Studentinnen überlassen. Und dann würde ich jetzt bitten, dass Petra, und jetzt werde ich natürlich den Namen wieder mal falsch aussprechen, Porubic und Anja Otaszewicz, Entschuldigung, Otaszewicz, nach vorne kommen und uns die Autorin vorstellen. Ein, zwei, drei, Testprobe, Testprobe. Also guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, unsere Schriftstellerin Ivna Schitz vorzustellen. Also ich würde kurz und knapp etwas über die Autorin sagen. Also unsere Autorin Ivna Schitz ist 1986 in Zagreb geboren und natürlich in Zürich aufgewachsen. Also sie studierte angewandte Theaterwissenschaft, Szenenschreiben und Schauspielregie sowohl in Gießen, Graz und auch in Hamburg. Also sie hat das alles am Berliner Maxim Gorki Theater gemacht, Schauspielhaus Wien, Luzerner Theater, Theater Neumarkt, Schauspiel Essen, Theater Skalen und auch Unit, also sehr viel gemacht eigentlich. Und jetzt leite ich das Mikrofon an meine Kollegin, also Anja. Okay, hallo an alle, ich mache jetzt weiter. Schitz erhielt für ihre Texte eine Vielzahl von Stipendien und Preisen. Für ihren Debütroman Die Nachkommende würde sie 2019 sowohl für den österreichischen Buchpreis als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. 2020 erhielt sie den renommierten Anna Segers Preis. Schitz lebt in Zürich und Wien. Ja, vielen lieben Dank an alle. Also gerade heute hatten wir die Möglichkeit bekommen, eine Zusammenarbeit mit unseren Autoren zu haben. Und wir haben einige Fragen also gemacht. Und wir wollten gern also eigentlich 2 Fragen auswählen. Also die erste Frage würde sein, also wie war das Wohnen, also das Wechseln zwischen 2 Städten? Also war es dynamisch, wie war also das Erleben für Sie? Ja, erstmal guten Abend von mir und danke für die schöne Vorstellung und die schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, genau, heute habt ihr ja gefragt, wie ist es zwischen 2 Städten zu wohnen? Und dann musste ich auch immer lachen und ich sage immer in einer Biografie, das ändere ich immer, weil man kann nicht zwischen 2 Städten wohnen, sondern entweder in einer oder in der anderen. Und da fängt eigentlich schon die geografische Schwierigkeit an, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich weiterlebe und mit der ich auch Bücher schreibe. Aber ja, ganz konkret pendle ich ab und zu zwischen, das kann man mit einem Zug schon zwischen 2 Städten hin und her pendeln, zwischen Wien und Zürich, aber mittlerweile wieder mehr in Zürich. Genau. Lieben Dank. Gerne. Okay, wir haben noch eine Frage und das ist, haben Sie einen Plan in der Zukunft, eine Regie des Buchs zu machen? Ja. Und wie wäre das aussehen? Ja, wie das aussehen wird, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, jetzt darf man es tatsächlich sagen. Also es gibt nächstes Jahr in Deutschland, in Bremen, wird es die Uraufführung des Romans geben.
die ich mache, die ich inszenieren werde. Genau, das wird nächsten März 2023 sein. Okay, danke. Danke euch. Vielen lieben Dank. Und noch eine Frage für das Publikum, also unser liebes Publikum. Also, wir haben heute gerade mit Ihnen Zusammenarbeit. Und ich wollte vielleicht zwei Kolleginnen oder Kollegen fragen, also wie war die Zusammenarbeit mit Autoren, also Ihre persönliche Meinung, das Erleben im Generell. Also, wie haben Sie das erlebt? Ja, bitte. Vielen lieben Dank. Sie Okay, guten Tag von mir noch einmal und ich möchte mich bei Ihnen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Es war wirklich sehr interessant und sehr inspirativ in jedem Sinn und es gibt immer etwas Besonderes bei kroatischen Autorinnen, weil wir eigentlich einige literarische Veranstaltungen schon hatten im Rahmen von Leseherbst und vom Lesefrühling mit Anaba und auch Sandra Gugic und es war wirklich sehr interessant und jetzt hatten wir diese Gelegenheit mit Ihnen in Präsenz zu sprechen und es war wirklich sehr interessant und diese Seiten, die wir schon übersetzt haben, waren wirklich berührt und diese Erfahrung wird wahrscheinlich von großer Wichtigkeit für unser Studium und für unsere Erfahrungen in der Zukunft wirklich erfolgreich sein. Danke noch einmal. Danke, danke und danke euch auch. Gleichfalls, es war für mich auch sehr bereichernd heute. Ja, also danke an die Kollegin, dass sie sich gewagt hat und vielleicht noch eine Kollege oder Kollegin, die das sagen möchte, vielleicht. Ja, bitte, Angela. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, also zuerst hallo an alle. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich denke, dass noch niemand von uns also eine Gelegenheit hatte, so mit einer Buchautorin also zusammenzuarbeiten. Und ich denke, dass es eine neue Erfahrung bringt und auch mit dem Übersetzen und auch wenn jemand von uns irgendeinen also Zeitraum ein Buch schreiben würde, wird es auch nutzen, und auch in dem Studium. Also sehr gut und ich bedanke mich sehr an Sie. Danke, und danke nochmal zurück. Also vielen Dank an euch beide, dass ihr die Aufgabe übernommen habt. Dann übernehme ich wieder. Ja. Also das wäre ganz kurz zur Autorin und natürlich können Sie auch am Ende der ganzen Lesung auch etwas unserer Autorin fragen, Ivna Žic fragen. Ich werde nur ganz kurz jetzt mal auch das Buch vorstellen, worüber wir heute sprechen werden. Das ist die nachkommende Ivna Žic erstes episches Buch. Davor hat sie Theaterstücke geschrieben und zwar Abkommen, die Vorläufigen, als meine Mutter noch eine Tochter war und Blei. Das Buch, das wir heute vorstellen, ist also ihr erstes episches Werk, wofür sie schon bereits nominiert wurde. Also sie hat es erstmal veröffentlicht im epischen Bereich und da wurde sie gleich für den schweizerischen und den österreichischen Buchpreis nominiert. Und ganz kurz zu dem Buch, also wir haben hier eine junge namenlose Frau und sie befindet sich auf einer Zugreise von Paris nach Zagreb. Diese Zugreise kann verschieden gedeutet werden. Einerseits haben wir wirklich eine wahre Reise, also sie reist wirklich von Paris nach Zagreb. Andererseits kann man auch sagen, dass es eine geistliche, eine gedankliche Reise ist, weil während dieser Reise geht die Ich-Erzählerin zurück in ihre Vergangenheit. Sie geht auch in die Gegenwart, aber sie geht gedanklich auch eine Reise durch ihr Leben durch. Das heißt, wir haben diese zwei Ebenen des Erzählens. Eine Person, die neben der Ich-Erzählerin hervorsticht, ist der Großvater. Über den Großvater erfahren wir, dass er ein Maler war, dass er wie die Ich-Erzählerin auch mal nach Paris gereist ist, dass das Studium eigentlich so ein Wunschstudium war, weil ihm war es eigentlich nicht erlaubt, ein Kunststudium zu studieren, weil man musste ja auch Geld verdienen. Und auf jeden Fall, wir erfahren aus dem Roman, dass der
dass die Ich-Erzählerin eine besondere Bindung zu diesem toten Großvater hat. Des Weiteren gibt es noch eine Figur, über die wir nicht so viel erfahren. Ich denke mal, dass die Ich-Erzählerin viel mehr weiß als der Leser, und das ist eben diese Liebesbeziehung zu einem älteren, verheirateten Mann. Wir erfahren nicht viel, wir erfahren einfach nur etwas über die Beziehung. Wir erfahren auch, dass der Ehemann, also nicht der Ehemann, sondern auch dieser Mann, mit dem sie eine Beziehung oder eine Quasi-Beziehung hat, auch ein Maler ist, aber auch ein Maler ist, der nicht mehr malt. Auf jeden Fall, was zeichnet diesen Roman aus, diese ständige Bewegung? Einerseits haben wir die ständige Bewegung der Ich-Erzählerin, die sich andauernd auf der Reise befindet, auf verschiedenen Relationen befindet. Das bestimmt auch ihre Identität, das bestimmt ihr Leben. Also sie lebt nicht nur an einem Ort, zumindest nicht gedanklich. Aber andererseits bewegt sich der Text auch mit, und da, finde ich, ist auch die Stärke des ganzen Romans. Irgendwie, genauso wie eben diese Handlung, diese Bewegung hat, hat auch der Text seine Bewegung. Also wir als Leser, wir können uns nicht entspannen, wir lesen nicht einfach eine chronologische Geschichte durch, sondern wir müssen aufmerksame Leser sein. Wir müssen herausfinden, wann befindet sich die Ich-Erzählerin jetzt gerade in der Gegenwart, wann ist sie wirklich auf der Reise und wann ist sie auf der gedanklichen Reise, wo ist sie jetzt? Also auf jeden Fall, die Sprache, die Ibna benutzt, ist eine Sprache, die uns zum Nachdenken bringt und die uns auch nicht ausruhen lässt während des kurzen Buches. Ich habe das auch gesagt, also Erinnerungen und Vergangenheit spielen hier in diesem Roman eine sehr bedeutende Rolle. Einerseits haben wir Erinnerungen und Vergangenheit im ganz engen Bereich, also was bedeutet Erinnerung, die persönliche Erinnerung für die Ich-Erzählerin, was bedeutet für sie das Heimatland, was bedeutet für ihre Familie das Heimatland, was bedeutet für sie die Familie, das wäre die engere Erinnerung. Andererseits breitet das die Autorin auch auf die kollektive Erinnerung aus. Ich habe schon gesagt, also die Räume sind wichtig. Also in welchem Raum befindet sich unsere Ich-Erzählerin und was bedeutet dieser Raum? Ich meine mit Raum, jeden Form vom Raum, also nicht nur wirklich Räume mit Wänden, sondern auch Städte und Länder. Und was bedeutet eine Stadt für eine kollektive Erinnerung, für ein Kollektiv? Was bedeutet Zagreb für die Ich-Erzählerin? Was bedeutet Zagreb für die Bewohner dort in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern? Und das ist sehr schön erklärt durch ein Denkmal. Und auf jeden Fall ist das auch eine tolle Reise, die wir als Leser durchnehmen können und uns auch ein bisschen über das Land informieren können, so aus der Perspektive der Ich-Erzählerin. Auf jeden Fall stilistisch betrachtet oder auf dieser Diskursebene habe ich jetzt schon mehr oder weniger erklärt, haben wir keine chronologische Handlung, wir haben eher so Achronien, wir haben starke Analepsen, die Analepsen wechseln bis in die kurze Vergangenheit vor ein paar Tagen, bis in dann auch externe Analepsen, die dann vor überhaupt der Geschichte passiert sind. Und was steht im Mittelpunkt? Nicht die Liebe, also die Liebesbeziehung wird erwähnt. Und wir würden dann natürlich vielleicht erwarten, Liebes, aber nein, es ist die Familie. Und was bedeutet auch die Familie für die Ich-Erzählerin? Ich habe ein paar Punkte angesprochen. Das wäre Reise, das wäre Familie, das wäre das Befinden der Ich-Erzählerin in solchen Situationen. Und diesbezüglich würde ich jetzt dann auch Ibna bitten, uns diese Punkte durch ihr Buch vorzustellen, durch einen Teil, den sie jetzt lesen wird. Danke vielmals. Danke für diese schöne und genaue Vorstellung. Ich lese tatsächlich ziemlich, wir haben überlegt, wie wir es machen? Entschuldigung. Und ich werde jetzt so in der Mitte vom Buch einsteigen, aber wie gesagt, das Buch ist auch eher kurz, es passiert an 3 Tagen und es gibt unterschiedliche Zugfahrten durch Europa, und das ist tatsächlich jetzt, vielleicht kennen Sie das auch oder haben das vielleicht irgendwann mal gemacht, es gibt diese Nachtbusse durch Europa, die fahren von überall nach überall. Hier geht es um eine Nachtbusfahrt von Zagreb nach Zürich, die in einem Hochsommertag
so heiß wie heute begangen wird. Also wir passen uns da ganz gut rein. Und ich lese einfach den Anfang von diesem Kapitel. Einen Moment, Entschuldigung. Idemo gore, idemo dole. Am Busbahnhof ist es staubig und grau. Der gesamte Bau riecht nach Abgasen. Beton in Beton. Ich kaufe 2 in Frischhaltefolie gewickelte Brötchen für die Fahrt. Ich kaufe Wasser, trinke im Stehen ein Espresso gegen die Übelkeit und steige schließlich die Treppe hinunter zu den Bussen, den alten Gastarbeiterbussen. Mein Kopf platzt immer noch. Das Duschen hat nicht geholfen. Der Espresso ist schlecht, das Brötchen zu weich. Noch 10 Minuten, dann fährt der Bus. Wir stehen herum, wir rauchen. Wir vertreten uns die Beine, als würde es das Sitzen später erleichtern. Wir atmen Abgase ein und verlieren den Bus nicht aus den Augen. Vielleicht waren einige von uns am Meer. Vielleicht sind doch ein paar Rucksackrücken unter uns, die zum ersten Mal mitfahren. Aber wir kennen den Ablauf. Wir wissen, was auf uns zukommt. Enge Sitze, schnarchende Männer in der letzten Reihe, ein schreiendes Kind, ältere Damen auf den vorderen Sitzen, dazwischen junge Paare. Er hat ihr oder sie hat ihm das Land gezeigt. Und nun fahren sie zurück dorthin, wo sie zusammenleben. Alle fahren dorthin zurück. Kroatische Autobahn, in Slowenien keine Autobahn, eine Grenze noch. Vielleicht bald wieder mehr. Danach italienische Autobahn, stundenlang dasselbe, 4 Spuren, 5 Spuren durch die Nacht. Ein lauter Film auf den kleinen Bildschirmen, Raucherpause alle paar Stunden, um Mitternacht die Schlaftablette, um es durchzustehen. Ich habe keine dabei. Wir kennen es schon lange. Die Buschauffeure sehen immer noch gleich aus. Hellblaue Hemden, adrette Hosen, glänzende Schuhe. Ihre Gesichter sind über die Jahre höchstens etwas bleicher geworden und die Haare etwas grauer. Sie schlafen tagsüber und fahren nachts quer durch Europa, einmal runter und dann wieder hoch, wie wir sagen, die hier stehen, idemo gore, idemo dole. Als gäbe es nur oben und unten und dann wieder zurück, keiner zählt mehr mit, noch 10 Minuten, dann fährt der Bus, idemo gore, idemo dole. Wir sagen, wir fahren runter und sehen diese Busse vor unseren Augen und riechen die Abgase und den Wurstgeruch in der dumpfen Luft des Innenraums und spüren schon den Gliederschmerz vom nächsten Morgen. Wir sagen Weihnachten, wir sagen Sommer. Wir sagen, magst du mit ans Meer kommen und sehen diese Busse vor unseren Augen. Wir sagen Hochzeit, wir sagen Beerdigung. Wir sagen Taufe, Ostern, Allerheiligen, Umzug, Steuern. Wohnung renovieren, Haus renovieren. Sich um das Land kümmern, sich um den Garten kümmern, um Olivensträucher, Oleandersträucher, taube Onkel und schwerhörige Tanten. Wir sagen Pflegepersonal einstellen, wir sagen Pflegepersonal auswählen, wir sagen Pflegepersonal auswechseln und wir sagen Pflegepersonal ablösen und ihm ein paar Urlaubstage gönnen und sehen den Bus vor unseren Augen. Wir zählen schon mal vor, die Besuchsnachmittage bei allen näheren und entfernteren Verwandten, die Grabbesuche bei toten Verwandten, die sonntäglichen Kirchenbesuche beziehungsweise den Besuch im Café während des Gottesdienstes, damit es keinem auffällt, dass man nicht hingeht. Die Blumensträuße, die Pralinen, die Weinflaschen, die Kindergeschenke, die Geldscheine in Briefumschlägen und die Gespräche über die neue Regierung, die natürlich schrecklich ist, die Gespräche über den Papst, die Gespräche über die näheren und entfernteren Verwandten, die man eben besucht hat und über die man eigentlich nicht noch länger mit den restlichen Verwandten sprechen möchte. Wir zählen vor und bleiben erschöpft stecken. Wir sagen manchmal, dass wir in den Urlaub fahren und dann zählen wir die Urlaubstage innerlich vor und zählen diese vollen Tage davon wieder weg und es bleibt kaum Zeit und dann fahren wir schon wieder zurück. Und manchmal, wenn wir dann hier so stehen, nach diesen sogenannten Urlaubstagen, versammelt und auf das Einsteigen wartend, wünschen wir uns, dass der Bus abbüge oder dass er stehen bliebe, mitten in Italien, mitten irgendwo auf der Strecke, wo wir niemanden kennen. Vielleicht ist es etwas kühler dort, etwas ruhiger dort, vor allem unbekannter. Wir wünschen den Buschauffeuren einen Berg, den sie noch nie gesehen haben, eine Kurve, die sie nicht kennen, eine Raststätte, an der man sich entspannt, eine Raststätte, die nichts sagt. Und wir steigen ein.
Wir wissen, dass es keine Sitzplatznummern gibt. Wir zählen die Menge ab. Wir hoffen auf einen Doppelplatz, nur für uns allein, für ein wenig Raum durch diese lange Nacht. Doch wir sehen schon, es ist Hochsommer, keine Chance. Ich schneide sowieso immer schlecht ab. Bin als alleinreisende junge Frau mit halbwegs netter Ausstrahlung, steht so etwas wie die beste Sitznachbarskandidatin und schweige die gesamte Fahrt eisern durch. Neben mir kommt Hip-Hop aus großen Kopfhörern, die über langen Haaren auf den Kopf gesetzt sind. Sie hat braun gebrannte Arme, riecht nach Kinderkaugummi und schaut mich nicht an. Wir fahren los, nach oben, in die Nacht hinein. Und die kleinen Kinder werden jetzt schon ungeduldig und die alten Männer auf der Rückbank werden gleich schnarchen. Und der Buschauffeur dreht das Radio laut, wir müssen die kurze Strecke, auf welcher der heimische Radiosender noch empfangen wird, gut nutzen. Schlager vermischt mit Hip-Hop dröhnen in meinen Kopf hinein und die Sitze sind hart und die ersten Sandwiches werden ausgepackt und es stinkt. Mama, mogu jednu Kinder Schokoladu? Ne, Peter. Mama, si vidjela onaj lastwagen? Da, Peter. Mama, piški mi se. Wir sind erst losgefahren, Peter, smiri se. Živili ruft es von ganz hinten und Prost und Eide, daj malo glasnije, mach lauter und keiner schläft und der Hip-Hop dröhnt zusammen mit den Lagern und der kalten Luft. Mama, piški mi se, moram dringend. Ich auch. An der slowenischen Grenze dreht der Fahrer das Radio abrupt leiser. Die plötzliche Stille weckt mich auf, gefolgt von einer lauten Durchsage. Bitte die Pässe bereithalten. Der Bus hält und ein breitbeiniger Zollbeamter steigt ein. Dobadan, Controller, Passports, Putovnice. Er läuft zwischen den engen Sitzen hindurch und jeder wird beäugt, durchgeblättert, wie oft. Dreimal am Tag der gleiche Bus aus Zagreb. Dreimal am Tag das gleiche Prozedere. Dreimal jeden Tag, wie oft schon anhalten, verzögern, vielleicht zögern, zeigen, ja was genau zeigen. Auch die Pässe sind müde, auch die Pässe wollen nicht mehr mit Vorsicht, mit Vorbehalt immer an dieser einen Stelle so angeschaut werden. Und dieses So trägt eine Möglichkeit in sich, als hätten sie da, ein paar Meter weiter hinten, in diesem anderen Land, das eben geendet hat, wer weiß was getan. Als würden sie es immer und immer wieder tun und als müsste man sich vor ihnen schützen, denn immerhin ist dies die letzte Grenze. Nicht schon wieder, nicht immer wieder, von vorne. Und was genau zeigen? Links? Ein roter Pass in der Hosentasche und rechts ein blauer, ein dunkelblauer. Glühend liegen sie dort und wollen heraus. Der Rote ruft, dass er mich schützt, dass er doch stärker sei und überall ohne ein Wimpernzucken durchkomme. Und der Blaue schreit zurück, ich sei ja verrückt, an dieser Grenze den Roten zu zeigen. Das könne ich nicht verantworten, so kurz danach, das andere Land noch so nahe im Rücken. Ich drücke fest darauf. Ich drücke auf die Hosentasche und flüstere ihnen zu, Ruhe, benehmt euch jetzt. Ihr seid doch meine und nicht umgekehrt. Ihr seid doch beide meine, also kein Rennen hier und kein Glühen hier und nur etwas Ruhe bitte. Ich brauche nur einen, sagt der Zollbeamte. Ich habe aber zwei. Sie dürfen mir nur einen Pass zeigen. Wählen Sie aus. So geht das nicht. So ist es aber. Ihr blauer Pass ist übrigens abgelaufen. Doch das reicht alles nicht. Und wieder einmal reicht es nicht aus und alle Passagiere müssen aussteigen und sich in eine Reihe stellen. Und einer nach dem anderen an einem gelangweilten Zollbeamten in einem kleinen Häuschen vorbeilaufen und er nimmt sich Zeit, sehr viel Zeit. Er schwitzt, wir alle auch. Und keiner spricht ein Wort und mein Roter lacht und ich ärgere mich, den Blauen nicht verlängert zu haben. Nach der Kontrolle werden wir in einen kleinen Raum mit abgeschlossenen Türen und einem surrenden Kaffeeautomaten geleitet, in dem wir wieder warten müssen, bis alle durchkommen. Und erst dann werden wir wieder zum Bus hinausgelassen und keiner kauft einen Kaffee. Einige Passagiere zischen leise unterdrückte Flüche, die meist nationalistischer Herkunft sind. Einer der Rucksackrücken fragt mich plötzlich, "Is this a normal procedure?" Und ich möchte Ja sagen. Und ich möchte Nein sagen. Und ich kann nur vielleicht denken. Vielleicht ist das eine vorläufig letzte Grenze. Und vielleicht ist das für ein paar Jahre, ein, zwei Jahrzehnte kein normales Prozedere.
sondern immer noch Ausnahmezustand. Vielleicht ist es aber umgekehrt und wahrscheinlich reichen ein paar Jahre oder zwei Jahrzehnte und alles wird alltäglich. Aber wahrscheinlich sind es wir, die hier an dieser vorläufig letzten Grenze stehen, wir mit unseren Rucksäcken und Bustickets und den häufig zwei Pässen und mindestens drei Sprachen, die vorläufige sind. Und die Rucksackrücken schwitzen und haken diese Grenze auch noch auf ihrer Sommerliste ab, während andere sie eben jetzt als Ziel ankreuzen und während dieselben Kilometer vor 25 Jahren für die Eltern einen ganz anderen Bruch bedeuteten, den größten vielleicht für zwei Menschen, damals so alt, wie ich es jetzt bin. Und diese Grenze ist noch keine, die ist noch Teil eines vergangenen, eines größeren Landes, dem sie sich in dem Moment entziehen, mit der Kraft und dem Glauben, anderswo besser weiterzubauen. Und wir Körper stehen heute hier und warten. An dieser Grenze, die eher wieder eine Ankündigung als eine Überbleibsel ist. Und vielleicht sind all diese Bewegungen vorläufige, sind vor allem vorgehende, der eine Sommer durch Europa, der Gang der Eltern über die Grenzen und das wiederkehrende meiner Reisen, dadurch bedingt diese vielen Kilometer, diese Stunden, die Stunden kosten und die unausgesprochenen Träume und Albträume dahinter. Und sie lassen Spuren zurück. All diese Bewegungen zeichnen Bahnen, die bleiben, die diese Strecken belegen, die gehend und fahrend eine Gegenwart legen. Bis zu diesem Stehen hier. Und vielleicht machen all diese Vorangegangenen und all diese Nachkommenden uns in diesem Grenzraum Stehenden zu Kurzstreckenläufern, zu Grashüpfern. Und ich sage, I don't know. Dankeschön. Vielen Dank auch für das sehr schöne Lesen. Man konnte sich wirklich einleben in die ganze Zugfahrt. Und das ist eben das, worüber ich auch gesprochen habe. Hier wurde die Zugfahrt eigentlich beschrieben, aber fast gar nichts von der Zugfahrt, sondern es wurde alles reingebracht. Also wir haben so viele Informationen bekommen. Der Zug als solcher, nicht Zugfahrt, Entschuldigung, Busfahrt. Busfahrt, Entschuldigung. Zug ist am Anfang, gibt's ja, der auch. Zug ist am Anfang, ja. Genau. Auf jeden Fall, Verkehrsmittel als solche sind eigentlich auch nicht heute Symbole in der Literatur, sondern würden wir zum Beispiel 100 Jahre zurückgehen, dann würde der Bus, der Zug, das Auto was ganz anderes bedeuten. Also dann würden wir zum Beispiel einen Bahnwärter Thiel lesen und dann würde das bedeuten, dass es die Industrialisierung gibt, also dass diese Industrialisierung symbolisiert und es wird darüber gesprochen. Also das ist eine symbolische Bedeutung. Zug, sich schnell bewegen und so weiter. Wir sehen, innerhalb von 100 Jahren hat sich das natürlich verändert, welche Bedeutung Verkehrsmittel bekommen, Bewegung bekommt. Und das ist ein schönes Beispiel. Und das wäre auch meine erste Frage an dich. Welche Bedeutung hat diese Fahrt eigentlich für die Ich-Erzählerin? Ja, ich glaube, du hast es vorhin eigentlich ganz schön beschrieben. Also alle Fahrten in diesem Buch sind so eine Mischung. Sie sind immer konkret und ich weigere mich, sie metaphorisch zu lesen, weil ich glaube, wir alle, die reisen, wissen, wie konkret sich Fahrten anfühlen. Also hier sind auch viele Menschen angereist im Sommer, aber auch an Weihnachten. Und es sind einfach Stunden und es sind Sitze und es macht etwas mit dem Körper. So, und wenn man Reisen wiederholt an bestimmte Orte, dann macht das auch konkret etwas mit dem Körper. Also dieses immer wieder irgendwo zurückkehren oder hinkommen, das ist einfach konkret. Das ist körperlich und das ist ein, aber nicht nur. Ich habe es ganz metaphorisch gelesen. Nein, du hast vorhin gesagt. Ich habe konkreter, Entschuldigung. Du hast gesagt, es gibt diesen konkreten Aspekt, zumindest habe ich das gehört. Ich habe es gesagt. Natürlich, es ist Literatur. Man darf und soll alles metaphorisch deuten können und es soll ja auch für mehr stehen, aber irgendwie hat mich trotzdem und darum ist es irgendwie auch so eine, also es wird, diese Reisen werden auch immer sehr körperlich beschrieben, aber eben, es ist ja auch mehr als etwas Konkretes, weil das merkt man selber auch, wenn man reist und es gibt, glaube ich, so ein altes von Bevölkerungen in Amerika so ein Sprichwort, das auch in dem Buch drin ist, kurz, die haben immer gesagt, ich meine, die sind noch viel langsamer gereist, du hast jetzt auch das Tempo gesagt, die sind ja nur zu Fuß und mit Pferden gereist und die haben immer gesagt, wenn man ankommt,
muss man sich auf den Boden legen und darauf warten, dass die Seele hinterherkommt, weil die braucht ein bisschen mehr Zeit. Und je schneller das Fahrzeug ist, also ein Zug und dann das Flugzeug, müsste man noch länger liegen bleiben, damit das wirklich alles sich so... Und da fängt ja schon das Poetische an, was aber ja irgendwo durch trotzdem konkret ist, weil ich glaube, das kann man ernst nehmen, das Gefühl, dass das eine ist so, okay, den Körper können wir so transportieren, und heute geht das irgendwie einfach, aber es macht ja was. Und dieses, was es macht, das kann man dann literarisch, poetisch, metaphorisch lesen, wie man möchte. Ja. Vielen Dank. Hallo? Ja, okay. Ja. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Ja, also, vielen Dank. Also, das ist jetzt wirklich, wir haben das gut erklärt. Also du hast es auf jeden Fall gut erklärt. Wir können das konkret lesen, also wie, was es mit dem Körper macht. Und das ist auch sehr gut beschrieben in deinem Buch. Also, dass du jeden Körper da so auch beschreibst und was das mit dem, wie es in einem Bus aussieht. Das fand ich auch so toll. Also, da hast du ja auch gesagt, also wir haben ja heute auch darüber gesprochen, wie geht man mit einem Buch um, der mit vielen Sprachen umgeht. Mhm. Also wie er, der mit vielen Sprachen arbeitet, was ja heute eigentlich normal ist, dass man mit vielen Sprachen arbeiten muss. Und das fand ich auch so eine tolle Antwort von dir. Also dann, was macht man mit den Lesern, die dann diese andere Sprache nicht können? Und das würde ich so gerne, dass du es erklärst, also nicht, dass ich es erkläre, weil deine Erklärung war so gut. Was macht man mit den Lesern? Ja, man macht nicht vieles, wie im echten Leben. Also wir haben heute auch über diese, hier war ja auch so eine kurze Passage, in der halt eben Kroatisch vorkommt und dann wurde ich eben gefragt, ja, was ist, wenn man das nicht versteht? Ja, dann versteht man es nicht, weil wenn ich in Zürich Bus fahre und dann, manchmal verstehe ich es, dann habe ich Glück und jemand ist vorne und spricht Bosnisch ins Telefon und denkt vielleicht, niemand versteht den, obwohl das eben auch nicht mehr stimmt. Und jemand spricht halt Türkisch und jemand spricht Arabisch. Und so empfinde ich, also ich habe immer gesagt, diese Vielsprachigkeit kommt lustig. Also ich habe auch den Bus gerade als Beispiel heute genommen, aber mehr vielleicht so einen öffentlichen Busverkehr in einer Stadt oder eine U-Bahn oder eine Tram, in der halt einfach nicht, vor allem im deutschsprachigen Raum, nicht mehr eine Sprache gesprochen wird. Und so dieses Rauschen und dieses halt... Und manches versteht man halt nicht. So ist es halt im Leben. Ja, und das hast du auch sehr gut rübergebracht in deinem Buch. Also das ist wirklich, also diese Busfahrt mit den mehreren Sprachen, sehr schön. Vor 2 Tagen hatten wir Danko Dobrinović hier und er hat einen ganz kurzen Insert gehabt und er hat über Schimpfwörter gesprochen. Und er hat dann gesagt, also was machen wir jetzt auf dem Balkan? Der hat es so gesagt, dass man immer darüber schimpft, also er hat das ein bisschen so geforscht darüber und dass man immer darüber schimpft, was einem heilig ist. Und er hat gesagt dann, dass hier aus diesem Raum man sehr viel dann auch über die Familie schimpft. Also ich werde es jetzt nicht wiederholen, was er gesagt hat, aber man sieht auch in deinem Roman, dass die Familie eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Aber es ist auch sehr interessant, was du mit deinen Familienmitgliedern gemacht hast. Du hast ihnen keinen Namen gegeben, das haben wir auch heute bemerkt. Du hast nur Nebenfiguren, die eigentlich nicht so relevant für die ganze Handlung sind, Namen gegeben. Und du hast die Oma und den Opa nicht Oma und Opa genannt, sondern die Großeltern. Also du hast ihnen auch diese höhere Form gegeben. Und trotzdem gibt es dann diese Relation, die Ich-Erzählerin. Da kam auch die Frage heute auf, wie nah steht die Großfamilie der Ich-Erzählerin? Und dieser Kunstgriff, du hast ja heute das gesagt, es ist ein Kunstgriff, was du gemacht hast. Könntest du uns das erklären? Ja, klar. Mhm. Aber da würde ich sagen, das hat mit Schimpfen gar nichts zu tun. Im Gegenteil, das hat mit einer großen Nähe zu tun, von der man sich dann fast so distanzieren muss. Also genau, die Familienmitglieder in diesem Roman, die sich sozusagen zu dieser Ich-Erzählerin verhalten, werden so mit ihren offiziellen Funktionen benannt. Also der Großvater, die Großmutter, die Mutter, der Vater und kriegen keine Namen. Und das hat aber eben, das hat eigentlich damit zu tun, dass ich überlegt habe, jetzt auf einer literarischen Ebene, wenn man ja aus einer Ich-Perspektive schreibt, ist ja sowieso wie die ganze Welt angebunden an das Ich, oder? Und ich mag Ich-Perspektive, aber ich weiß schon auch, dass es tricky ist und dass es manchmal so auch zu Recht kritisiert wird auf einer bestimmten Ebene und in diese super Subjektivität so reingeht. Und da habe ich einfach zumindest kleine Mittel und Tricks gesucht, dass in diesem Riesenfluss von, es ist ganz klar eine Perspektive auf die Welt in diesem Buch. Und es ist wirklich so eine, da meine ich, ich stehe dann auch dazu, so eine Hypersubjektivität, ein Inneren und Außen. Und wenn, dann finde ich, muss man so richtig reingehen. Und trotzdem wollte ich so kleine Inseln haben, wo andere Figuren
es schaffen, eine Eigenständigkeit zu haben. Und darum ist eben auch der Großvater zum Beispiel oder eben auch die Großmutter ist der Großvater und nicht mal mein Großvater, damit dieses Ich, damit es von diesem Ich, damit der irgendeine Chance hat, etwas Eigenständiges zu haben, obwohl wir immer wissen, dass er nur durch das Ich spricht und alle sprechen immer nur durch das Ich. Und dann darum auch nicht Opa oder Oma, weil das auch so eine Gemütlichkeit reinbringt, die ich nicht wollte, weil die Themen auch nicht gemütlich sind. Namen sind so sehr, ich finde, Namen sind immer so, ich weiß auch nicht, die sind immer so vorbelastet für jeden, also nicht nur für mich als Autorin, sondern auch für jemanden, der liest. Und ich habe einfach so in dieser Hypersubjektivität Mittel gesucht, diesen Figuren einen eigenen Stellenwert zu geben, der eben auch nicht nur, und Oma und Opa ist auch immer so ein bisschen aus einer Kinderperspektive heraus, ja, plus, zweiter Bonus natürlich, da ich ja quasi muttersprachlich oder von zu Hause sprachlich kroatisch bin, mutter-vatersprachlich, habe ich ja, ich privat, habe ja meinen Großeltern nie weder Oma und Opa noch Großmutter und Großvater gesagt. Das waren halt Baka und Deda. Und von dem her ist für mich natürlich dieser Move, dass dann, also es ist sowieso cool, also das ist jetzt so, es ist eigentlich egal für alle Leser, aber für mich war es cool, weil es sowieso, es ist wie so ein Spiel mit einer Sprache, die mir sowieso nicht nahe ist. Weil Oma und Opa sind mir persönlich nicht nahe. Aber ich weiß natürlich, dass im deutschen Raum Oma und Opa so ein bisschen gemütlich ist. So. Und das heißt, es ist einfach ein sehr bewusstes Spiel, wie man so Figuren, wie so ein Schachbrett, wie man sie setzt, wie man sie färbt und wie man sie halt positioniert. Ja. Dann würde ich mich auch daran auch anschließen, an dieses Schachfeld von Figuren, weil wir haben heute eigentlich die Familie besprochen, aber es gibt ja noch ein Figurenfeld, das du, dem du dich auch widmest. Das sind primär die Freunde in Zagreb. Also, und das ist für mich auch interessant zu lesen gewesen, weil natürlich, wie ich es gedeutet habe, muss das nicht sein, also weil das so die alternativen Biografien von der Ich-Erzählerin sind. Hast du das so gedacht oder hast du die Freundinnen anders gestalten wollen? Also welche Rolle soll diese Frauenfreundschaften, diese Mädchenfreundschaften für die ganze Gesamtgeschichte einnehmen oder für die Ich-Erzählerin einnehmen? Also sie haben so zwei Rollen. Ich glaube, einerseits gibt es so dieses, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das auch mehr ist, also etwas, wo ein Wiedererkennungspotenzial drin ist, dieses, also was man vielleicht so kennt und ich aber total schön finde und groß finde und darüber zu selten geschrieben wird, schon so Frauenfreundschaften, die so als Kind und in der Teenagerzeit einfach unendlich wichtig sind und ganz, ganz so Verbündete und die Nächsten sind und vielleicht auch oft so näher sind als Liebesbeziehungen auf einer bestimmten Ebene oder man teilt so viel und verbringt den Sommer zusammen und irgendwann geht das Leben weiter und das wird so ein bisschen pragmatischer. Und das ist ja auch richtig so. Aber ich finde, es hat so eine Kraft. Und über diese Kraft von Freundschaft, finde ich, wird eigentlich eh ein bisschen zu selten in der Literatur geschrieben. Das ist so ein bisschen ein Aspekt. Das deckt noch nicht die alternativen Biografien. Und der zweite Aspekt, vielleicht alternative Biografien, der geht, es ist ein bisschen versteckt, aber es kommt tatsächlich in jedem, und es war mir wichtig, in jedem Kapitel im Buch kommt eine Frauenfigur vor. Und es gibt einmal die Freundinnen und einmal gibt es eine Nachbarin, die ist viel älter. Und es gibt so in jedem, aber es war mir so wichtig, es kommt, weil es stimmt, es geht sehr stark um den Großvater und es geht auch sehr stark um einen Liebhaber, aber eigentlich geht es auch um sehr, sehr, sehr viele Frauenfiguren, auch die Großmütter. Und es ist in jedem Kapitel eine Frauenfigur und in dem Sinn auch eine Frauenbiografie, die automatisch anders ist als die von der Erzählerin. Und irgendwie sind aber all diese Figuren für die Erzählerin wichtig. Und nicht nur als eine Abgrenzung, will ich oder will ich nicht dieses Leben, einfach als so Spiegel, Möglichkeiten, Generationen, Frauenleben und genau. Das habe ich auch gemerkt, also dass man eigentlich da sehr viele Biografien über Frauen hört. Also dass man hört das wirklich, also das wird auch ausgemalt und man hat, also jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht Marianne, oder? Ja, Frau die Nachbarin. Marianne, genau. Frau Marianne ist ja auch eine Figur, die Nachbarin, die dann wieder mal ihre Geschichte mit einbringt. Und dann eben auch die zwei Großmütter, die ganz verschieden sind, also in ihren Rollen und auch in ihren Geschichten, dann die Freundinnen, dann das.
Die Männerfiguren, hast du sie bewusst oberflächlich gehalten? Oder, Entschuldigung, die Frage hat sich aufgedrängt, die habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, okay. Sondern jetzt, weil jetzt die nächste Frage wäre, dann natürlich muss ich jetzt auch den Mann ins Spiel bringen, yeah. Also mit dem die Ich-Erzählerin ja yeah. eigentlich eine geheime Beziehung hat und yeah. doch ist sie intensiv und trotzdem, wir als Erzähler erfahren nicht so viel. Mhm. Ich habe immer, also bei dieser Figur habe ich immer das Gefühl, wir fahren über alle Figuren so viel, wie viel die Ich-Erzählerin auch weiß. Also dass sie das. Ja. Und bei ihm wissen wir, dass die Ich-Erzählerin viel mehr weiß, als sie uns als Leser preisgibt. Warum ist er? Mhm. Ja, aber auch nicht unbedingt. Nein? Ich finde das eigentlich eine gute These, was du sagst. Also im Sinne von natürlich, es ist Verdichtung. Mhm. Es ist alles dichter, als wenn man es jetzt an der Realität überprüft. Aber also erstmal glaube ich, sie ist der Großvater keine oberflächliche Figur. Ja, Entschuldigung. Wäre meine Hoffnung. Ja, ja. Ich glaube, es ist aber, wie du sagst, nicht nur, was sie über die Figuren weiß, sondern es ist ja auch eine Frage in dieser, sagen wir mal, Hypersubjektivität und in dieser Suche ist ja auch immer die Frage, wie viel möchte ich in dem Moment, möchte jemand erinnern, erzählen, fühlen, nachgehen. Mhm. Und die Reise führt sie zum Beispiel sehr stark auf die Spuren vom Großvater und da ist es manchmal wie zu nahe sogar und zu viel, obwohl man so wenig weiß. Also es ist so wenig Wissen, aber viel Präsenz. Und natürlich, es geht hier um eine Trennung in diesem Buch. Ja. Und es ist eine Trennung. Und logischerweise ist sie dabei, eigentlich möchte sie an diesen Mann nicht denken. Also das ist ja auch, sie erzählt ja nicht eine Liebesgeschichte im Sinn von, ich erzähle, also so, die, es ist jetzt nicht so, die sitzt eben nicht mit Freundinnen beim Kaffee und sagt, du, ist gerade traumhaft, großartig. Das sondern sie, sich, ist, ja. sie wünscht sich das, aber ja. es stimmt ja nicht. Es ja. ist eine Trennung, die Protagonistin reist allein. Ja. Und eigentlich, immer wenn der so, also es ist so, ich habe das versucht, so, die will eigentlich ja nicht an den denken. Und das ist halt so ein Spiel. Wie viel muss man erzählen, damit man trotzdem dieser Geschichte dramaturgisch gesehen folgen kann? Ja. Damit die Leserschaft eine Chance hat in diese, ja, es braucht ja trotzdem eine Empathie und ein Verständnis. Aber sie ist nicht in der Position, dass sie jetzt stundenlang über diesen Typen erzählt. So, und das ist natürlich was, genau. Also es hat immer ja mit dem Zustand zu tun. Ja. Genau. Aber das ist jetzt auch interessant, weil während ich es gelesen habe, habe ich einfach nicht diesen Zustand vor den Augen gehabt. Ja. Und jetzt wurde das erzählt, das ist der Zustand. Und jetzt haben jetzt sind die Sätze, die über diesen Mann fallen, viel klarer. Oder warum keine Sätze über diesen Mann fallen. Das ist das, wenn man das durch eine Trennung liest, dann ist es eigentlich ein logischer Prozess. Und das finde ich auch ganz gut in deinem Roman. Du gibst wirklich in deinem Roman so logische Prozesse, der Gedanken, logische Prozesse, wie man sich in einem Bus fühlt und so weiter. Und ja, und vielen Dank dann zu den Figuren. Ich denke mal, die Figuren haben wir jetzt ziemlich gut kennengelernt. Aber es gibt auch eine weitere Ebene in dem Roman und das ist eben diese Ortsbeschreibung. Yeah. Also wie beschreibt man Orte? Also zum Beispiel der Ort, die Reise oder die Busse, haben wir schon einen Teil davon gehört, also wie du die Reise beschreibst. Eine ausführlichere Beschreibung oder bekommt schon Zagreb, also ich denke mal, dass Zagreb eine ausführlichere Beschreibung bekommt aus einer sehr subjektiven Perspektive. Yeah. Ja, also das ist jetzt, muss man auch darauf achten, es ist keine objektive Perspektive, ja, genau. Es ist eine subjektive Perspektive der Ich-Erzählerin. Und ich muss einfach die Frage stellen, weil das haben wir auch gestern besprochen. Und das war eben das, wer hat das Recht, also nicht Recht, aber wer darf beschreiben, wer darf einen Ort beschreiben? Und da hast du eine sehr schöne Bemerkung gegeben. Was denkst du darüber, also jetzt du als jemand, der natürlich Verbindung hat mit dem Raum Balkan und natürlich darüber auch schreiben darf und will und so weiter, hast du mir dann gesagt, dass so manchmal es vielleicht Vorbehalte oder Vorurteile dem gegenüber ist. Es gibt, wenn jemand, der etwas beschreibt, eine gewisse Verbindung dazu hat, aber nicht da lebt, dass man da vielleicht manchmal auch Kritik hört. Warum beschreibt es? Mich interessiert aber jetzt nicht das, wir müssen nicht das jetzt politisch ausbauen, sondern mich interessiert, was bringst du für eine Perspektive rein in die Stadt? Also was bringt eine solche Erzählerin in diese Stadt?
Ich meine, ich greife das trotzdem auf, was du gesagt hast, weil das trifft nicht nur auf Zagreb zu, sondern das, was du beschreibst, beschreibt vielleicht etwas, was mich grundsätzlich beschäftigt, wenn ich über Migration nachdenke, in beide Richtungen nämlich, weil es einfach so ist, dass es natürlich immer die Frage ist, wer schreibt Geschichte und Geschichten, also auch plural und auch literarisch gesehen. Und es gibt dieser Vorbehalt, den du sagst, den gibt es ja auch umgekehrt, zum Beispiel für jemanden, der nicht aus der Schweiz ist, in der Schweiz, obwohl man seit 30, 40 Jahren dort lebt, ist man trotzdem manchmal so, es gibt Themen, über die sollte man oder nicht, oder hat noch gar nie jemand erzählt, der nicht Schweizer oder Deutscher oder Österreicher ist. Das heißt, das geht ja in alle Richtungen und es geht in diesem Buch schon auch vielleicht um eine Zerrissenheit, die ja nicht sagen will, in Zagreb ist es so, aber in Zürich ist es so, sondern umgekehrt, die immer sagt, es ist überall irgendwie schwierig, wenn man halt seit immer unterwegs ist, so, oder seit immer an mehreren Orten, wie gesagt wurde, lebt. Und da gibt es kein Besser und kein Schlechter, sondern es ist ein erstmal ein Zustand. Und dieser Zustand ist je nach Ort spezifisch. Und mir geht es ein bisschen in meinem Schreiben darum, solche Zustände zu, das klingt jetzt so blöd, zu normalisieren, selbstverständlich zu machen, nicht zu bewerten, nicht einzuordnen, nicht zu sagen, hier ist es schlecht, hier ist es gut, das ist besser, das ist schlechter, sondern im Gegenteil, einfach zu sagen, das sind Biografien, die gibt es en masse, die sind heute Realität auf vielen Ebenen, vielleicht auch einfach zwischen Novi Sad und Zagreb und nicht jetzt nur zwischen, so, ne? Und das ist wir leben in einer Welt eben der Busse, der Züge, man geht irgendwo hin zum Arbeiten, man kommt zurück, man kriegt Kinder in diesem Land, dann geht man dahin und so. Und das wird aber immer noch so getan, als wäre das ganz besonders. Und das ist wirklich immer so, das sind immer noch die ganz besonderen Biografien. Und ich denke mir immer so, mein Gott, es ist eine Realität. Es ist wahrscheinlich auch die Mehrheit der Biografien. Und daher ist es ein bisschen so, wenn mich... Ich denke immer so, ein bisschen geht es auch darum, so ein Buch, also, oder alles, was ich schreibe, geht man darum zu sagen, das ist normal. Das ist so, für mich ist das ein kroatisches Buch und ein Schweizer Buch. Und ich finde, das ist super, dass es in Österreich nominiert wird, in der Schweiz, und am besten wird es noch in Zagreb nominiert werden. Und dann hat es alles geschafft, was es sagen will. Weil es kann nicht in einem Ort gelesen werden und für einen Ort gedacht und geschrieben werden. Ja, so. Heute fast unmöglich. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Versuch, also der einfach literarische Versuch, damit umzugehen. Genau. Ja, vielen Dank. Also wir sind jetzt in der Zeit so ungefähr bei 8 Uhr, oder? Mhm. Und wir hatten ja auch weitere Workshops und die anderen Workshops hatten etwas mit literarischem Übersetzen zu tun. Das heißt, wir haben uns nicht nur inhaltlich mit dem Werk beschäftigt, sondern auch, wie überträgt man ein solches Werk in eine andere Sprache oder in andere Sprachen. Wir haben das jetzt auch heraushören können aus dem Teil, aus dem Ina jetzt vorgelesen hat, dass es hier auch viele Sprachmischungen gab, dass es hier auch sehr viele Lücken, also in dem Sinne gab, wie übersetzt man, wenn man den ganzen Kontext nicht kennt, also das war auch so eine schwierige Arbeit für unsere Studierende, weil wir haben ihnen eben nur 2 Seiten gegeben und sie mussten dann irgendwie kontextlos übersetzen. Und ja, dann würde ich mal so ein bisschen vielleicht vorlesen, was da aufgeschrieben wurde, was so die Eindrücke zuerst waren. Also das waren diese ersten Eindrücke, das wäre so, also anspruchsvoll, schwer, Zusammensetzungen, Sprachmischungen und so weiter. Das waren schon die ersten Eindrücke. Und ich würde mal jetzt gerne vielleicht, wenn jemand was dazu sagen gerne würde, zu den Übersetzungen. Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht durch diese Workshops, wo ihr erstmal kontextlos gearbeitet habt, dann habt ihr danach mit dem Kontext gearbeitet, dann hattet ihr auch dieses Mal die Gelegenheit, die Autorin persönlich zu fragen, was hat sie gemeint, weil das fehlt uns oft in der Sprache, also wenn wir übersetzen, und dann vielleicht jemand nur seinen Eindruck. Kann jemand uns seinen Eindruck sagen von den Studierenden? Kann ich? Hallo an alle nochmal. Wir hatten... Also ein paar Schwierigkeiten, wir mit dem, also Deutsch-Kroatisch, weil
Wir wussten nicht, ob wir das Kroatische übersetzen oder nicht. Und ja, wir haben gut zusammengearbeitet, das ist das Wichtigste. Mhm. Wir wurden also in Gruppen geteilt, da haben wir so alles übersetzt und wir haben uns also hier ausgetauscht, auch mit Ihnen. Wir haben das alles zusammen lektoriert und ja, also am Ende ist es ganz gut, meiner Meinung nach. Absolut, meine Meinung auch. Ja, bitteschön. Ja, also vielen Dank an Angela. Also ich bin aus Kroatien auch. Und also das ist eine spezifische Situation, denn also wir haben so viele Probleme damit, also sollen wir also die Kroatische ändern oder es lassen so, wie es ist eigentlich. Und wir hatten also die Probleme mit dem Still. Also manchmal hatten wir also diesen Schachtelsätze, die kompliziert sind. Quasi, ich habe Punkte gegeben statt Kommas. Ja, mein Fehler. Aber also in Sprache generell sollte man so es lassen, wie es ist eigentlich. Und es war sehr spannend und sehr interessant, zusammenzuarbeiten. Schön. Ja. Vielen Dank. Ja. Können wir das für später lassen? Also wir würden dann die Publikumsfragen nur fürs Erbe. Ich merke es mir. Auf jeden Fall, vielen Dank jetzt. Und es gibt ja, darüber haben wir uns auch während des Workshops und auch so privat unterhalten, wie geht ein Autor mit seinen Übersetzungen um? Und da gehen ja Autoren ganz verschieden um. Also es gibt ja keine goldene Formel dafür, sondern ein Autor sagt, ich will die Übersetzung lesen, egal ob ich die Sprache kenne oder nicht, ich will den Rhythmus hören. Der andere Autor sagt, es ist mir nur wichtig, dass es übersetzt wird und dass es auch in der anderen Sprache funktioniert und ich muss da auch nicht nochmal nachlesen. Und also es gibt auch gewisse Erwartungen auch vom Autor in Bezug auf den Übersetzer und da hast du auch so spannende Sachen erzählt darüber. Also was sind deine Erwartungen von einer Übersetzung? Oh Gott. Ja, ich muss aber kurz anschließen, weil ich finde es hier wirklich auch besonders, dieses Buch jetzt hier zu übersetzen mit den Studierenden in den, wie viele Sprachen haben wir, 6? Das wollten wir nicht sagen. Sollen wir nicht sagen? Oh, Entschuldigung. 12 oder 15, vergessen Sie es. Ja, also ich meine, erstmal finde ich, es ist immer ein Privileg, über Übersetzungen zu sprechen und ich bin auch eine große Verfechterin davon, das hatten wir heute auch, dass es immer Variationen von Übersetzungen eigentlich geben darf. Ich bin auch immer für so eine Vielheit, es wird, eine Variation an Übersetzungen finde ich total spannend. Ich habe auch lange in einem Kollektiv selber mit übersetzt, wo wir immer ein Gedicht hatten und am Ende 25 Übersetzungen in eine Sprache, also von Deutsch ins Englisch zum Beispiel. Und das, ich finde das wunderbar, also ich finde das toll, weil man einfach merkt, eben wie ein Autor, ein Satz wird von 12 Menschen 12-mal übersetzt, auch wenn es nur in einer Sprache ist. Und das finde ich irgendwie etwas sehr Berührendes und etwas sehr Besonderes. Und heute einfach fand ich diese Herausforderungen oder Auseinandersetzungen, halt dieses Buch in Novi Sad zu übersetzen, zu verstehen, nicht alles zu verstehen, nicht alle Sprachen und Sprachklänge so genau selber zu kennen, aber trotzdem irgendwie in eine Berührung damit zu kommen zu können, was ja nicht immer geht, und dann noch eben mit dem Inhalt und den Sprachen, fand ich schon einfach sehr aufregend und einfach sehr berührend. Genau. Aber was ist dir wichtig bei einer Übersetzung? Hast du irgendwelche Kriterien oder hast du gar keine Kriterien? Also jetzt keine absoluten und keine dogmatischen. Ich glaube, bei dem Buch, da haben wir heute auch viel darüber geredet, ist so eine Art Atem und Rhythmus und Klang sehr wichtig. Also ich glaube, das haben wir heute auch ein bisschen besprochen, dass es, ich habe das Gefühl, wenn man, und da ist dann, glaube ich, fast inhaltlich oder in der Bedeutung manchmal mehr Freiraum vielleicht. Es gibt sicher Bücher, die dann so viel genauer im jeweiligen Satz übersetzt werden müssen. Also alles muss genau sein sowieso. Aber ich glaube, hier geht es sehr stark, diesen Rhythmus und diesen Klang zu übersetzen. Und der ist ja auch wieder je nach Sprache unterschiedlich. Da muss man, glaube ich, in seiner Sprache immer herausfinden, wie geht das? Wie schafft man das so? Aber das ist das ist jetzt ein Gefühl dazu, genau. Mhm. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt eine Hörprobe bekommen. Ich würde dann vorschlagen, dass wir erstmal das Original lesen, also dass wir erstmal zuhören, wie das Original klingt. Gut. Und dann würde ich dann auch
die Studierenden, super, die sich dann auch für das Vorlesen hier vorbereitet haben, dann da vorne bitten. Aber erstmal hören wir uns an, wie das sich das Original anhört. Also wir haben Seite 144 und 145 übersetzt. Und da geht es um die Großeltern unter anderem. Ich lese einfach, ich steige so mitten rein, ohne viel Kontext. Hier sind sie immer etwas verloren und etwas fremd gewesen. Und somit haben sie die meiste Zeit in der Küche verbracht, in unserer Sprachküche, die das Land, aus dem sie hergefahren waren, nachahmte. Rauchend saßen sie da, wollten und konnten Grüezi nicht verstehen, fanden es lustig, lächerlich, das sei kein schönes Wort für eine Begrüßung, sagten sie und antworteten stets mit Grünzeug. Das dem Grüezi ähnlichste, eindeutig ähnlichste deutsche Wort, das sie kannten. Sie kannten und sprachen unzählbar viele deutsche Wörter, eingesprochen wie der Eierspeis der Großmutter, den sie auf dem Sparhett zubereitete, wie der Schlafrock, den sie tagsüber trug und das Badezimmer, in dem sie sich schminkte und die Wicklere in die Haare drehte. Nebu die Schlampa oder Kakosi schlank, sagte sie oft, du bist so schlank und sei nicht schlampig. Und schnitt den Paradeis in den Salat. Und nach dem Mittagessen fegte sie die Küche und nahm den Mistschöffel in die Hand. Die Großmutter und der Großvater lebten in der Stadt der Purgeri, Bürger, die lange nach Österreich hingehört hatte. Die Inselgroßmutter wiederum schnitt den Pomidor und lauschte nach Italien. Hier sind sie immer weit weg. Und doch sitzen sie ständig im Nacken und ziehen an den Haaren und pusten in die Ohren, sitzen mit dem See, mit am See oder lauern in der Küche, am Küchentisch wie damals, als sie zu Besuch kamen. Wann lässt du die Messe lesen? Hier ist die Frau in Türkis so weit weg und doch die einzige, die noch da ist. Ich möchte sie nicht stetig und ständig erinnern und dennoch werde ich sie kaum los, diese Ersten, die an mir hängen, an der Dritten, die kaum ohne sie denken und gehen kann. Ich habe den größten Teil ihrer Leben verpasst und mehr als die Hälfte meines Lebens sind die meisten von ihnen schon tot. Als würden wir uns in einer Zwischenzeit, die nicht ihre erste ist und auch nicht unsere geteilte, wiedersuchen und weitersuchen. Ich, sie oder sie mich, ich weiß es nicht, was ich suche bei einem gehenden Großvater und einer sitzenden Großmutter. Warum kleben genau diese beiden an mir? Was trägt diese so schwere Großmutter in sich oder für mich oder gegen mich, die sitzend kaum noch spricht? Ja, danke. Jetzt kommt die viel größere Aufgabe auf die Bühne. Genau. Jetzt kommt die sehr anspruchsvolle Aufgabe. Dann würde ich mal nach der Reihe, nachdem ihr auch lesen werdet, euch aufrufen. Also Angela, Gabriel ist da, okay. Jelena und Jovana. Okay. Weiter. Milica, Maja. Und Gisela. Ja. Also, das wäre unsere Gruppe, die gemeinsam diesen, Textteil übersetzt hat. Wir haben uns das einfach so überlegt, sie lesen und ihr hört einfach mal rein, wie es sich für euch anhört. Und du hast das Mikrofon bekommen. Okay, nur ganz kurz organisatorisch. Wenn du das Mikro dann, also wenn du zu Ende gelesen hast, damit auch unsere Zuschauer dann sehen, dann übergibst du einfach nur das Mikro und gehst dann vielleicht dann am Ende der Reihe, weil das hier bis hierhin sehen uns die Zuschauer. Okay, okay. Von hier natürlich. Alle sehen uns ja nicht, aber von hier. Geht klar. Okay, also bitteschön. Danke. Ovdje su bili pomalo izgubljeni i osjećali su se poput stranaca. Stoga su većinu vremena provodili u kuhinji na našem jeziku, koja je oponašala zemlju iz koje su došli, a sjedili su pušeći, nisu htjeli i mogli razumjeti Grci. Njima je to bilo smiješno, komično. To nije baš lijepa riječ za pozdrav. Odgovorili bi s Grünzeug, što je očito najbliža njemačka riječ za Grci koju su znali. Znali su govoriti bezbroj njemačkih riječi, izgovorenih kao babin ajašpajz koji je spremala na šparhetu, kao šlafrok koji je nosila danju i badecima u kojim se šminkala i uvijala viklere u kosi. Ne budi šlampav ili kako si šlank, rekla bi često, ti si tako šlank i ne budi tako neuredan, te odreza paradajz u salatu.
Posle ručka je mela kuhinju i uzela mi štaflu u ruku. Baba i deda su živjeli u gradu Burgera, građana koji su dugo vremena pripadali Austriji. Dok je baba sa ostrva, sa druge strane sjekla pomidore i pomno slušala u Italiji. A nakon ručka je pomela kuhinju i pokupila miš čafal. Baka i djed živjeli su u gradu Purgera, građana koji su odavno pripadali Austriji. Baka sa ostrva zauzvrat je presjekla pomidor i odsluškivala Italiju. Ovde su oni uvek daleko. Ipak stalno dišu za vratom i čupaju kosu i dahću za uvetom. Sede pored mora ili vrebaju u kuhinji, za kuhinskim stolom, kao nekad kad su došli u posetu. Kada ćeš čitati misu? Ovde je žena u tirkizu, tako daleko i ipak jedina koja je još uvek tu. Nisakam nepristojno i postojano da se sjećavam na njih. I sepak ne možem da se slobodam od njih. Ovo je prvita, so koji sam privrzana, na tretata, koja bez njih edva i može da misli i odi. Jaz го пропуштив најголемиот дел од нивните животи и во повеќе од половина од мојот живот се поголемиот дел од нив веќе починати. Како да би се барале одново и понатаму во едно време измеѓу, кое не е нивното прво и исто не е нашето споделено. Nuk e di më se çfarë kërkojnë nga ata. Tek një gjyshe është gjithmonë në lëvizje dhe një gjyshe që qëndron ulur. Pse po pranë meje, pse po rrin pranë meje të dy? Çfarë mban brenda vetes kjo gjyshe hierond? A rezervon diçka për mua apo kundër meja, që mezi e thot një fjalë ndërsa qëndron e ulur. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also das hat sich rhythmisch gut angehört. Absolut. Wollt ihr vielleicht hier bleiben, nur ganz kurz? Kann ich euch was ganz kurz fragen? Jeder hatte seinen Teil. Könnte vielleicht jemand sagen, womit er am meisten Probleme hatte, was für ihn die größte Herausforderung aus dem Text war? Also falls ihr keine Herausforderungen hattet, dann hattet ihr irgendwelche Wörter, wo ihr... Kannst du nur bitte noch hier nach vorne kommen, damit dich da auch das Publikum online sieht? Okay. Noch, ich habe es hier markiert, genau. Ja, Dankeschön. Okay. So, da ich auf Albanisch übersetze, hatte ich diese Herausforderung auf jemand versteht und ich weiß überhaupt, also was für eine gute Qualität meine Übersetzung ist. Und ich wusste das aber gar nicht, aber wir haben früher also über ein Wort besprochen, also schwer Großmutter. Mhm. Und ja, ich habe mich aber sehr darauf gefreut, dass ich die bestimmte Bedeutung gefunden habe. Und das war aber ja, super toll. Dankeschön. Dankeschön. Falls es keine Kommentare gibt, ich bin euch sehr dankbar für das schöne Vortragen. Das hat sich richtig gut angehört. Vielen Dank. Nochmal Applaus, bitte. Danke euch. Sehr schön. Und jetzt machen wir mit der Lesung weiter. Okay. Wir haben neu... Ihnen jetzt verschiedene Aspekte des Buches vorgestellt. Wir haben Ihnen die Autorin vorgestellt. Wir haben Ihnen Ihren Hintergrund vorgestellt, was sie macht, womit sie sich beschäftigt. Wir haben Ihnen das Buch inhaltlich vorgestellt von verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben Ihnen die Übersetzung vorgestellt. Und dann würde ich jetzt vielleicht auch an Sie das Wort überlassen und ob Sie vielleicht gewisse Fragen haben. Wir hatten ja schon eine Frage während der Lesung und da würde ich Sie ja auch Anna das Mikro überlassen. Jetzt habe ich aber eine andere Frage. Die von vorher hat sich selbst beantwortet. Muss ich aufstehen jetzt oder geht so? Sitzen ist mir lieber. Okay. Ja, also ich habe gestern Nacht an die 20 Seiten geschafft zu lesen, mehr nicht. Und der Stil hat mir sehr gefallen, dieser Rhythmus auch und die Melodie. Und es hat sich alles so sehr, sehr, sehr entspannt angefühlt. Und wie du sagtest,
Ja, also es war irgendwie, ich hatte diesen Eindruck der Normalität und des Normalisierens. Und das hat cool. mir sehr gut getan, irgendwie, nach dem anstrengenden Tag. Mich interessiert vor dem Lesen jetzt, aus welchem Bedürfnis ist dieses Buch entstanden? Also warum musstest du das jetzt aufschreiben, alles? Du schreibst ja Theaterstücke und mhm. auf einmal hast du jetzt das Bedürfnis, ein Prosawerk zu schreiben. Ob es überhaupt als ein Werk gedacht war mit Umschlag und so, das weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht. Ja. Das ist eine sehr gute Frage und wenn ich das wüsste, das habe ich mich dann irgendwann auch gefragt. Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Bedürfnis ist ein gutes Wort. Die einzige Antwort darauf, es war mir irgendwie ein Bedürfnis. Aber ich habe das heute schon irgendwann gesagt, ich habe das irgendwie nicht geplant. Ich hatte einen tollen, ich habe in Graz einen sehr tollen Lehrgang besucht für Schreiben. Ich wollte eigentlich nie so Schreiben studieren oder sowas machen, aber ich bin da hingegangen wegen der Mentoren, wegen den Dozenten, die da waren. Und das war eigentlich für Theater. Und ich habe dort angefangen, dieses Buch zu schreiben. Weil manchmal hat das schon zu tun mit vielleicht, also so an, also ich glaube wirklich nicht an sowas wie Inspiration oder so, sondern wirklich darum finde ich das Wort Bedürfnis so gut. Ich glaube, es gibt so Themen oder Anliegen, die man in sich hat oder manchmal auch eine Wut oder eine Verzweiflung oder einfach ein Thema, das raus muss. Und das muss wohl da gewesen sein. Und manchmal braucht es aber so einen Menschen oder eine Begegnung oder einen Dialog, in dem man merkt, ah ja, das ist irgendwie wichtig oder es so. Warum ich das angefangen habe, als Prosa zu schreiben, kann ich bis heute nicht beantworten, aber es hat sich auch richtig angefühlt. Es war in dem Moment irgendwie wichtig, dieser Fluss und diese, was ich vorhin gesagt habe, es könnte auch ein Monolog im Theater natürlich sein. Also es hat so was Monologisches, was Mündliches, aber es war auch mir irgendwie plötzlich klar, das werden jetzt nicht so, und es sprechen viele Personen, aber irgendwie war ich plötzlich in diesem so ein bisschen Stream of Consciousness Tunnel und es musste so wie aus einem heraus. Und ich glaube, es war mir ein Bedürfnis, auch die Form, aber ich habe mich nie hingesetzt und mir überlegt, dass ich das jetzt mache. Ich hoffe, das beantwortet so halbwegs. Aber ich glaube es eben, ich glaube schon, es kommt immer so von innen und nicht von außen. So, genau. Hat es beantwortet? Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, ja. Bitte. Ich habe diese Frage auch heute Morgen gestellt. Was ist der größte Unterschied, wenn Sie Prosa schreiben mhm. und Theaterstücke? Ja, das schließt ja auch vielleicht an, das ist eigentlich ganz schön. Weil wie gesagt, ich glaube erstmal von wie ich schreibe, ist es nicht sehr anders. Auch das Buch ist sehr mündlich so und ich überprüfe meine Texte auch immer, indem ich sie laut vorlese. Und ich finde, die müssen immer so gesprochen oder gelesen werden können. Der einzige Unterschied ist für mich, glaube ich, war hier beim Schreiben, dass ich, ein Theatertext ist immer ein Teil von etwas Großem. Theater entsteht durch ein Bühnenbild, durch Schauspieler, der Text geht durch die Körper, er kriegt einen Raum, er kriegt eine Regie, er kriegt ein Licht. Und dieser Text ist erstmal zwischen zwei Buchklappen so und erstmal geht er zu jemandem direkt. So, und warum, wie gesagt, kann ich immer noch nicht so ganz beantworten, aber ich wusste irgendwie, dass ich diesen Text erstmal so gerne hätte, dass der sozusagen jetzt nicht nochmal durch 15 Menschen geht, sondern erstmal für sich stehen kann. Und in diesem wirklich direkten Kontakt von man macht ein Buch auf, man sieht Buchstaben und man, irgendwie wollte ich, dass der so sich erzählt. Das ist der Unterschied, also dass ich über diese Form nachdenke, aber ich glaube wirklich von der Sprache und vom Rhythmus und so, ist das ist für mich auch ein Theatertext. So, darum kann der auch auf eine Bühne gehen, das passt schon. Genau. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Da. Sie? Mhm. Vielleicht kurz und knapp. Also, was ist Ihre Lieblingsstelle im Buch? Ja. Das hat mich noch niemand gefragt. Ja. Das ist wahrscheinlich so, wie Eltern über Kinder antworten, ne? Hat man nicht so richtig, aber das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, der Anfang ist in dem Sinne Lieblingsstelle von mir, weil, und es führt dann auch wieder zum Schreibprozess zurück, also nur aus so einem Gefühl heraus, weil als ich so die ersten 20 Seiten geschrieben hatte, die Sie gestern gelesen haben wahrscheinlich, hatte ich so ein Gefühl, ah cool. Das hat irgendwie was mit mir zu tun und das will ich weiterschreiben. Aber das ist so ein ganz persönlicher, also jetzt nicht meine Lieblingsstelle,
literarisch unbedingt oder so, aber auch wenn ich die lese, wenn ich die laut lese bei Lesungen, kommt dieses Gefühl so zurück, dass ich irgendwie weiß, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und so, aber dann gibt es noch alle anderen. Genau. Gerne. Vielen Dank. Und wir haben natürlich jetzt auch noch Fragen im Chat. Dann würde ich dann Bilja erst jetzt überlassen, die Chatfragen vorzulesen. Danke. Ja, also erstmal die Frage aus YouTube und dann hätte ich auch eine Frage, wenn es noch Zeit gibt. Also Paul fragt, wie wird mit Mehrsprachigkeit in dem Buch umgegangen? Welchen Stellenwert hat die Sprache? Wie wird das Phänomen der Mehrsprachigkeit dem außenstehenden Rezipienten zugänglich gemacht? Viele Fragen. Ich versuche kurz und prägnant zu antworten. Erstmal kommen die Sprachen, wirklich diese Vielsprachigkeit, ein bisschen wie in dieser Busszene, so umgangsmäßig vor oder eben in einer Erinnerung, eben was wir auch gerade hatten im übersetzten Teil. Ah, die Großeltern haben ja eigentlich deutsche Wörter benutzt, warum und so weiter. Stilistisch, was mir, das habe ich heute auch gesagt im Workshop, waren mir zwei Sachen wichtig. Passagen sind nicht irgendwie anders markiert im Buch. Sie sind nicht kursiv, sie sind nicht fett, sie sind nicht groß, sie sind nicht klein. Das hat auch mit der Normalisierung zu tun. Das heißt, wenn ich das Buch erstmal aufmache, sehe ich es vielleicht nicht sofort oder ich sehe halt ein Sch mit einem Haken und nicht ein SCH. Aber sie sind nicht kursiv und sie werden auch meistens nicht übersetzt. Das heißt, es spielt genau damit, dass, klar, jemand vielleicht aus Kroatien, Serbien, Bosnien und Deutschland versteht in dem Moment mehr, aber vielleicht jemand, der auch oft Bus fährt in Berlin, versteht auch viel, weil ich verstehe mittlerweile auch ein paar türkische Worte und so ein bisschen wird damit umgegangen. Aber es ist nicht per se so, dass es nicht verstanden werden soll. Es ist einfach, ich glaube, man soll es ein bisschen spielerisch und sportlich aufgreifen. Genau. Ich hoffe, dass Pauls Fragen das hoffe beantwortet ich auch, Paul. Wurden. Danke für die Frage. Ja, danke, Paul. Und ich hätte eine Frage als Übersetzerin und als jemand, der eigentlich viel zu tun hat mit Literatur auf anderen Ebenen. Also aus meiner Erfahrung lesen Übersetzerinnen und Übersetzer ganz anders ein literarisches Werk als normale Leser sozusagen. Und ich wollte dich fragen, wegen deiner Erfahrung heute mit den Studierenden, hat dich etwas überrascht von den Fragen? Gab es da irgendwas, was die Studierenden, also die Leute, die sich mit dem Text so übersetzerisch befasst haben, was sie da bemerkt haben, was eigentlich deine üblichen Leser eigentlich nicht bemerkt haben? Also ich weiß natürlich nicht, was die üblichen Leser so bemerken und nicht bemerken, weil ich mit denen zu selten ins Gespräch komme oder nur ab und zu. Aber was natürlich so schön im Gespräch mit Übersetzungen ist, mit Übersetzern ist, und das habe ich heute wieder so genossen, dass man aber auch als Autorin wieder daran erinnert wird, worum es ja auch geht. Und es geht um so eine Genauigkeit in der Sprache und ja auch trotzdem um immer all diese vielen Möglichkeiten in den Sprachen. Und ich finde auch dieser Dialog, den wir auch heute hatten, eben zu merken, auch bei Ihnen, bei euch, bei den Studierenden sozusagen, wie beschreibe ich das so, dass man, ich glaube, diese Genauigkeit ist etwas, was mich interessiert und diese Lust daran zu suchen und auszuprobieren und noch ein anderes Wort und was macht das wieder aber mit dem Rhythmus und was macht das mit dem Klang und was macht das mit dem Inhalt und so und da einfach so Ping-Pong zu spielen und dann noch mit so vielen Sprachen heute im Raum, wo eben, finde ich, noch diese Nuancen so da waren, man versteht sich, aber irgendwie so genau dann nicht. Wir haben zum Beispiel sehr lange darüber geredet, was wir vorhin hatten, Großmutter, Großvater, diese offiziellen Begriffe und nicht Oma und Opa, wie gehen die? Und das ist total spannend, dass das im Bosnischen dann so anders als im Montenegrinischen, als im Kroatischen, und das sind so Feinheiten, die total spannend sind, wo in welcher Sprache ist was offiziell, was ist inoffiziell. Also Sie merken es schon an, einfach diese Lust an Genauen ist das, was ich beim Schreiben mache, was dann in einem Lektorat passiert und was ja, glaube ich, gleichermaßen, glaube ich, die Freude einer Übersetzerin ist, denke ich, so mit Sprache zu arbeiten, oder? Keine Ahnung, ja, Rückfrage. Genau. Ja, genau, genau. Dankeschön für die Antwort. Ja. Dankeschön. Gibt es noch Fragen im Net? Nein, keine. Gibt es hier noch vielleicht Fragen, die sich hier auf... Okay, dann, wir sind eigentlich auch ganz gut in der Zeit. Wir haben noch 5 Minuten und dann würde ich das jetzt auch so abschließen mit einer Frage von mir. Du hast ja jetzt nicht nur einen Leseabend hier gehalten, sondern es war ein ganzer Prozess, den wir jetzt durchgenommen haben, die letzten 3-4 Wochen.
einfach mal vielleicht deine Eindrücke. Hast du das erste Mal so gemacht? Also, dass man so mit, dass wir so intensiv gearbeitet haben, 3 Wochen lang? Oder war das schon mal ein Format, das du so gemacht hast, in Bezug auf dein Buch? Ja, also ich glaube, so mit Übersetzungen habe ich wirklich noch nie so intensiv gearbeitet und ich freue mich, dass du mich das fragst, weil ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken bei der ganzen Organisation, aber auch bei den Studierenden für wirklich dieses sich einlassen, für die Vorarbeit, die ihr geleistet habt, wie ihr schon hier hingekommen seid, alle mit Fragen und Texten und also ich bin wirklich, ich fühle mich fast ein bisschen unwohl, dass ihr so kurz nur da wart, weil ich finde das wirklich, es hat mich heute sehr also es macht auch wieder, ich finde, was auch noch mit Übersetzern ist, das schließt vielleicht an und das ist mir heute passiert, wenn ich über Übersetzung nachdenke, kriege ich wieder selber sofort Lust zu schreiben. Und darum kann ich mich eigentlich nur bei den Studierenden bedanken, weil ich rausgegangen bin, dachte, oh, ich will wieder schreiben. So, genau, also es ist für mich, nein, und das hatte ich wirklich noch nie, dass einfach mit 20 Menschen, die unterschiedlich lesen und übersetzen, diesen Text besprechen kann, mit euch so schön vorbereitet hier an diesem wunderbaren Festival. Vielen, vielen Dank für die Einladung, das meine ich wirklich ganz ehrlich, das ist ein großes Privileg. Dankeschön. Und wir sind auch sehr froh, dass du da warst und dass du auch uns bereichert hast mit deinen Kommentaren, mit diesem Leseabend, mit dem Workshop. Und dann würde ich auch gerne hier damit abschließen. Also vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank, dass Sie jetzt hier an diesem Leseabend teilgenommen haben. Ich musste noch etwas sagen am Ende, aber ich habe es jetzt, ich weiß, es ist so ein Punkt gewesen, wo ich sage, ja, das musst du sagen und jetzt habe ich es mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt gerade leider keine Exemplare mit, wo Sie das, also die Sie jetzt direkt kaufen können, aber wir haben Ihnen eine Liste zur Verfügung gestellt, falls jemand Interesse hätte, das Buch zu kaufen, dass er nur, hier, Elli zeigt die Liste, kann er sich da anmelden mit Name, Nachname und mit der E-Mail-Adresse und dann werden wir Sie auch diesbezüglich kontaktieren. Also wir werden dann den Verlag damit kontaktieren. Das wäre dann das. Dann habe ich alle Punkte abgearbeitet. Noch einmal vielen Dank für den tollen Leseabend, vielen Dank für den tollen Workshop, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst wieder. Gerne. Ich hoffe, wir werden dich noch einmal sehen. Ich hoffe, wir werden dich noch mit 500 Büchern sehen, also noch mit sehr vielen Büchern sehen, also dass wir das auch hier nochmal durchsprechen können und vielen Dank, dass Sie auch heute teilgenommen haben und damit würde ich dann auch gerne den Leseabend abschließen. Vielen Dank. Voilà. Okay.